Herzlich willkommen beim Social Media Marketing Test. Ja, ich habe es geschafft. Habe jetzt eine berufliche Neuorientierung oder einen beruflichen neuen Namen. Und zwar klingt der so. So, ja. Ich habe ein Zertifikat für Prüfung, habe mich auch angemeldet. Mal gucken, ob es klappt oder nicht klappt. Wir prüfen, muss ich noch einiges lernen. Das waren jetzt harte, harte Monate gewesen. Ich rede jetzt nicht mehr von Wochen, sondern Monate. Und ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Also, es geht erstmal zum Test. Drolle. Welche Merkmale haben Drolle? Drolle? Man kann hier mehr als eine ankreuzen. Okay. Stark übertriebene und emotionale Aussagen. Kein Interesse auf Argumente eingehen. Nähere unvollständige Profile. Link zu vertrauenswürdigen Quellen. Na, glaube ich eher weniger. Ich würde die drei nehmen hier. Stark übertrieben. Ein Troll ist immer irgendwie übertrieben. Hat eher weniger Interesse, auf irgendetwas einzugehen, wenn man so einen Troll anspricht. Ich kenne zwar keinen Troll leibhaftig, aber man kennt dich auch aus den Kinderserien. Und ja, ich denke mal, dass das was mit den Profilen zu tun hat. Wie heißt ein weit verbreitetes Tool für Social Media Planung? Hootsuite. Wir möchten innerhalb der kommenden 6 Monate 5000 Likes auf Facebook sammeln. Warum ist diese Aussage ein Smart-Ziel? Das Ziel bezieht sich auf die Vergangenheit. Das Ziel ist zeitlich begrenzt und das Ziel ist messbar. Auch die Vergangenheit ist jetzt unwichtig von allen. Deswegen würde ich jetzt das nehmen. Welche Aussagen zu Fans und Freunden auf Facebook sind zutreffend? Hier kann man wieder mehrere ankreuzen. Gut. Freunde sind Abonnenten eines Personenprofils, okay. Fans und Freunde sind das Gleiche. Echt? Weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde die Antwort falsch haben. Fans sind Abonnenten des Firmenprofils. Fans sehen ihre Newsbeiträge von ihrem Firmenprofil, welches sie geliked haben. Eher unwichtig. So. Freunde sind Abonnenten eines Personenprofils. Ich nehme die dreimal. Ich werde die wahrscheinlich falsch haben. Was gehört zur richtigen Krisenkommunikation? Noch Verständnis zeigen, ganz klar. Immer dem User recht geben? Absolut nicht. Wenn der User komplett falsch liegt und man gibt ihm immer recht, bestärkt man ihn in seinen Fehlern. Man muss ihn dann quasi beschwichtigen und seine eigenen Fehler irgendwie ein bisschen einräumen, solange er es zulässt. Bei Fehlern Wiedergutmachung leisten, Gutscheine, bla bla bla, okay. Despektierliche Kommentare löschen. Also, respektierliche ist okay. Ich würd die drei jetzt nehmen. Obwohl löschen, ich glaube nicht, ich glaube die habe ich falsch. Ich würde eigentlich eher melden oder ja, löschen, okay. Wozu dient eine Social Media Strategie? Zur Optimierung der SEO-Kampagne, okay. Als Grundlage für den Redaktionsplan. Zur Verteilung von Budgetüberschüssen. Zur Synchronisierung mit den Unternehmenszielen. Was ermöglicht Instagram Shopping für Werbetreibende? Gute Frage. Produkte von Instagram zu kaufen, zum Beispiel Anzeige und Fanartikel. Eigene Produkte direkt auf Instagram anzubieten. Den eigenen TV-Shopping-Kanal zu übertragen. Ich würde das nehmen, anzubieten. Was sind die wichtigsten Faktoren für den Algorithmus des Facebook Newsfeed?
Ehrlich? Keine Ahnung. Farbe des verbindeten Beitragsbildes, okay. Interesse, frühere Verbindung zwischen User, okay, das kann ich gut verstehen. Zeit zwischen Beitragseröffnung und Abrufung des Newsfeeds. Beitragsformat. Algorithmus. Status im Video. Ich lasse das mal so. Was versteht man unter Greenwashing? Ich glaube, da war ich in dem Moment irgendwie abwesend gewesen. Wenn man für Insta-Stories einen Naturfilter einsetzt, also grüne, ja, wenn Unternehmen auf Nachhaltigkeit achten, okay. Wenn Unternehmen sich nachhaltiger darstellen, als sie es sind. Ich würde jetzt mal das nehmen, Greenwashing. Was misst die Engagement Rate? Wie lange ein User einen Beitrag liest? Okay. Wie engagiert ist er also? Die Anzahl von Hochzeitsankündigungen in der Timeline? Sagt mir ja nicht. Gut. Wie aktiv User kommentieren? Liken und teilen. Das hört sich für mich plausibel an, ja. Wie, ich habe bestanden? Cool, ich habe bestanden. So. Fans sehen ihren Newsfeed-Beiträge. So, was ist hier jetzt richtig und was ist falsch? Welche Aussagen zu Fans auf Facebook? Okay, Fans sehen ihren Newsfeed-Beiträge immer von einem Firmenprofil, welches sie geliked haben. Okay. Gut. Gut zu wissen. Wozu dient eine Social Media Strategie? Ah, ich habe die ja noch angekreuzt. So, Optimierung der SEO-Kampagne. Das war natürlich falsch. Ich hätte zwei ankreuzen müssen, das waren die beiden, die waren richtig, aber die war falsch. Was sind die wichtigsten Faktoren? Ein Algorithmus, Beitragsformat, doch das Beitragsformat. Da, wo ich vorhin so ein bisschen, ja, nein, mein Bauchgefühl sagt ja, mein Kopf sagt irgendwie nein. Ich höre auf mein Bauchgefühl, hätte ich lieber auf meinen Kopf gehört. Aber es ist doch vollkommen Schnuppe. Ich habe diesen Test bestanden. Ich mache jetzt diesen Test noch zweimal. Den kann ich jetzt noch zweimal machen. Jo, und dann? Jo, durchschnittlich bei 80%, ich habe 70%, ist mir, ja, ich habe bestanden. Also habe ich auch den allerletzten Test bestanden, wofür ich mir meine Zertifikat verdient habe. Allerdings, Ahnung habe ich davon trotzdem nicht. Dazu muss ich in der Praxis arbeiten, dann habe ich davon auch Ahnung. Da muss man mal gucken, war. Der allerletzte Test, Social Media Marketing Manager Test. Cool. Und das fällt mir echt ein Stein von Herzen. Ich habe es hinter mir, ich habe auch schon einen Arbeitsvertrag bekommen, aber der Arbeitstag ist so absolut nicht schön. 20 Urlaubstage nur und 16 Euro die Stunde. Ich werde das auf jeden Fall ansprechen. Wegen den Kita-Zeiten muss ich ja ansprechen. Und dass ich wenigstens 17 Euro die Stunde bekomme. Weil sonst habe ich echt ein Problem. Weil sonst komme ich ja gar nicht Berlin. Also ich muss ja 2 Tage nach Berlin fahren. Ich kann mir das ja sonst gar nicht leisten. Deswegen muss ich da mal gucken. Ja. Ja, ich habe heute das andere Mikro, also das Mikro nur ohne Stöpsel dran. Ne? Bei dem T-Shirt geht es gerade noch so. Bin mal gespannt. Ich muss Ihnen sowieso mitteilen, da ich die Prüfung habe, dass ich erst ab dem 15. anfangen kann und nicht ab dem 1. Ist natürlich doof.
Aber ich muss mich auf die Prüfung vorbereiten. Und habe natürlich auch die Prüfungszeit vorher noch. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit arbeite, mich auf was Neues einstelle, kann ich mich nicht auf die Prüfung einstellen und werde diese Prüfung sowas von vermasseln. Und ich möchte wenigstens nachlesen. Und ich will zumindest diese Prüfung bestehen, damit ich wirklich was in der Hand habe. Denn die Prüfung habe ich, wenn ich die bestehe, habe ich das ein Leben lang auf Papier in der Hand. Den Arbeitgeber, den habe ich nicht auf Papier auf der Hand. Das ist das Problem. Den Arbeitgeber kann ich nicht vorzeigen. Aber das Stück Papier, wo drauf steht, der hat die Prüfung gemacht und hat entweder bestanden oder ihr Zertifikat. Oder beides. Und damit kann ich mich dann überall bewerben. Deswegen, ich muss mal gucken, das ist jetzt das erste Angebot. Ich muss jetzt nicht das erste nehmen. Ich habe jetzt nochmal Bürgergeld beantragt, sicher ist sicher. Wenn alles schief läuft und alles doof läuft, gehe ich ins Bürgergeld und bewerbe mich ganz in Ruhe. Weil, ehrlich gesagt, ich muss nicht das erste Angebot nehmen. Die Firma ist toll. Den Chef, mit dem ich da gesprochen habe, super freundlich, tolles Team, total nett. Kann ich halt nicht meckern. Aber mich stören die Urlaubstage, weil ich muss gucken, wie viele Kita-Tage habe ich, die ich irgendwo reinschiebe. Beziehungsweise, dass ich 1 Euro mehr die Stunde kriege. Das sind die zwei Faktoren, die für mich wichtig sind, dass ich auf 24 Urlaubstage komme, mindestens, weil vorher, ich war die letzten 10 Jahre immer auf 30 Urlaubstage. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt mit 20. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja, das muss ich schauen. Ich muss abwarten und Tee trinken. Ich werde das mal eins machen, weil ich habe jetzt diesen Test gemacht. Ich werde mich jetzt erstmal eine ganze Stunde auf etwas konzentrieren, was mit dieser Fortbildung, mit dieser Arbeit nichts zu tun hat. Ich werde jetzt Streamlight Valley spielen. Wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde Streamlight Valley gespielt habe, werde ich mich erst danach wieder hinsetzen, meine Profile aktualisieren, Datensicherung machen, hier die Videos von der Woche runterladen, von der Fortbildung, damit ich die immer habe, die Dokumente runterladen, zum Beispiel LinkedIn, Xing, Indeed, was war es noch, StepStone, aktualisieren mit dem Zertifikat und bei eBay Kleinanzeigen meine Anzeigen nochmal erneuern. Aber erstmal brauche ich jetzt eine Pause von dem ganzen Scheiß, weil ich gehe sonst noch runter, ehrlich gesagt. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. So, jetzt werde ich erstmal eine Runde spielen und danach geht es weiter an die Arbeit. Jetzt heißt erstmal 45 Minuten Entspannung mit Streamlight Valley. Uiuiui. Und ja, erstmal, ich bin froh, dass ich es geschafft habe, dass ich es hinter mir habe. Ich bin jetzt nicht mehr okay, ich bin pädagogische Fachkraft, also Schulcoach und Jobcoach mit Rettungssanitäter und Kaufmann für Kurier- und Expressdienstleistung. Und jetzt bin ich noch Content Marketing Manager mit dem Schwerpunkt Videocutter, also Video- und Grafikbearbeitung mit Texten fürs Web. Also Analytik und Advertising, nee, davon will ich nichts zu tun haben. Absolut nicht, ist nicht mein Fall. Aber das andere, das ist so mein Ding. Muss ich sagen, das ist so mein Ding. Und ja, da lasse ich mich mal überraschen. Guti, also viel Spaß noch. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ich bin dein Vater. I love you. I love you. Yes, I do.